Herzlich willkommen im Schloss Zeilern bei der Generalversammlung des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes. Es freut mich, dass Sie per Computer, per Fernsehgerät uns heute zuschauen. Leider müssen wir diesmal diese Versammlung auf diesem Wege durchführen, weil bekanntermaßen durch die Pandemie in den letzten Monaten ja, wie wir alle wissen, alles ein bisschen anders war. Ich möchte aber vielleicht gleich zu Beginn etwas sehr Positives sagen. Wer es noch nicht weiß, ab dem 10. Juni geht es auch mit der Blasmusik wieder voll los, ohne Beschränkungen. Die einzige Beschränkung ist die 3G-Regel und wir können ab 10. Juni wieder jeder in seinem Probeheim, wie es gewohnt ist, hier entsprechend mit den Sicherheitsmaßnahmen proben und dann später auch Veranstaltungen natürlich durchführen. Es freut mich, dass hier ins Schloss Zeilern, in den Festsaal, auch Ehrengäste gekommen sind. Es ist uns wirklich eine große Ehre, dass der Präsident des Österreichischen Blasmusikverbands, Erich Riegler, aus der Steiermark heute zu uns gekommen ist. Wir freuen uns über die Anwesenheit meiner beiden Landesobmann-Stellvertreter, nämlich Fritz Anzenberger und Johann Lipitsch. Erfreulich ist auch, dass unser Finanzreferent August Brüller und die Protokollführerin Christine Meyer unter uns ist. Ebenfalls der Jugendreferent Stellvertreter Bernhard Thein, der heute ja auch noch eine Rolle spielen wird. Herzlich willkommen auch der Geschäftsführerin Elisabeth Haberhauer mit Romana Höller-Schmidt und dem Gerald Brüller, dem ich auch danke für die Vorbereitung dieser Übertragung. Wie gesagt, ein bisschen anders heuer diese Generalversammlung. Die Vereine wurden ja über die diversen Aktivitäten schon entsprechend informiert. Wir sind es auch gewohnt, am Beginn der Generalversammlung immer auch unserer verstorbenen Mitglieder zu gedenken. In Vertretung für alle Musikkameradinnen und Musikkameraden, die in den letzten 3 Jahren verstorben sind, möchten wir Bernhard Fischer nennen, der im Jahr 2018 im Mai leider tödlich verunglückt ist. Und ich bitte jetzt kurz Ihnen zu gedenken. Herzlichen Dank. Ja, wir haben auch Grußbotschaften. Und zwar, wir hören jetzt eine Grußbotschaft unserer Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner und anschließend auch eine Grußbotschaft live hier herinnen von ÖBV-Präsident Erich Riegler. Dürfte ich den Herrn ÖBV-Präsidenten zu mir bitten um seine Grußworte. Ich glaube, da hat es eine kleine Regieänderung gegeben. Schönen Nachmittag, geschätzte Ehrengäste, werte Funktionärinnen und Funktionäre, Damen und Herren, Vereinsvertreter, geschätzte Musikerkolleginnen und Musikerkollegen. Es ist nach wie vor eine sehr ungewohnte Situation, aber ich freue mich, dabei zu sein bei dieser besonderen Generalversammlung des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes und dabei
die Grüße des österreichischen Blasmusikverbandes zu übermitteln. Vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, standen alle Musikkapellen vor einer besonderen Situation. Alle haben geprobt für die Frühjahrskonzerte und plötzlich mussten wir zurückstecken. Es gab den Lockdown, viele Absagen. Die Amateurmusik, das Ehrenamt, das stand quasi im Stillstand. Allerdings, es hat sehr viele Aktivitäten gegeben im Internet. Da wurden sehr viele kreative Ideen präsentiert und dafür danke ich allen Musikern und Musikern sehr herzlich, dass das so am Leben erhalten wurde. Es wird an mich oft die Frage herangetragen, werden sich die Mitglieder jetzt nach der Pandemie, wenn es wieder losgeht, zurückmelden? Ich bin sehr zuversichtlich, ich bin sehr optimistisch, weil der Hauptgrund, warum Musiker und Musiker zusammenkommen, sie wollen im Team arbeiten, sie wollen gemeinsam musizieren, das ist jetzt umso stärker gegeben als früher. Es liegt natürlich auch etwas an den Vereinsverantwortlichen, diese Motivation hinüberzubringen, aber das ist jetzt nach der Pandemie nichts anderes, als es vorher war. Vielleicht gibt es noch einige Punkte, einige Anstrengungen, einige Dinge, die wir zusätzlich beachten müssen in der nächsten Zeit, aber so wie die Regelung jetzt in Kürze ausschauen wird, lässt es sich im Bereich der Blasmusikkapellen schon sehr, sehr gut arbeiten. Seitens des ÖPV haben wir in der Zwischenzeit an vier wesentlichen Punkten gearbeitet. Das eine ist die Interessensvertretung für die Blasmusik. Und ich glaube, da haben wir ganz wichtig die Koordination über alle Landesverbände durchgeführt, um gemeinsame Vorgangsweisen, gemeinsam etwas zu erreichen, dass wir in den Öffnungsschritten auch weiterkommen und unsere Anliegen auch gehört werden. Stufenweise haben wir das auch geschafft. Wir haben gekämpft für unbedingt praxistaugliche, realistische, umsetzbare Vorgaben, mit denen man auch arbeiten kann. Mir war es immer ganz wichtig, dass es eine Verhältnismäßigkeit gibt zu anderen Bereichen in der Gesellschaft, zum Sport, zur Gastronomie, damit wir hier nicht schlechter gestellt werden in unserer Arbeit. Aber ich denke, es ist auch eines ganz wichtig gelungen. Mir ist bewusst, dass nicht jeder Spitzenpolitiker sich mit Blasmusik per se auseinandersetzt. Trotzdem müssen Sie wissen, wenn Sie Entscheidungen treffen, wie wird in der Blasmusik gearbeitet, wie schaut eine Probe im Musikerheim aus. Und da gab es für mich ein Schlüsselerlebnis, als wir unseren Herrn Bundeskanzler und auch unseren Herrn Vizekanzler in einem Musikerheim in Böller bei uns in der Oststeiermark begrüßen durften und diese Arbeit herzeigen durften und vor allem auch, was es bedeutet, unter den Verordnungsbedingungen dort zu arbeiten. Ich glaube, das hat auch bei unseren Besuchern ein gewisses Aha-Erlebnis ausgelöst. Der zweite Punkt, ÖPV, Information und Service. Wir haben immer versucht, alle Verordnungsschritte zu übersetzen. Was heißen die für die Blasmusik? Wie kann man mit diesen umgehen? Zu informieren darüber und ständig auch Material, das die Musikvereine gebraucht haben, wie Präventionskonzepte und dergleichen, in unseren Servicestellen zur Verfügung zu stellen. Der dritte Punkt, und auch hier ist etwas gelungen, was vielleicht ein Kind der Pandemie ist. Wir haben österreichweit eine Servicestelle eingerichtet mit Schulungen. Schulungen, die über alle Landesverbände drüber gehen. Wir können jetzt dann uns besser austauschen in diesem Bereich, ist natürlich auch den Videokonferenzen geschuldet. Und der vierte Punkt, den ich erwähnen möchte, wir feiern 70 Jahre österreichische Blasmusikverband, dessen besonderes Mitglied natürlich auch der Niederösterreichische Blasmusikverband ist. Am Tag der Blasmusik am 2. Mai haben wir noch sehr bescheiden uns nur sozusagen zeigen können. Deswegen wollen wir diesen Tag noch einmal wiederholen, am 26. Oktober dieses Jahres, wo wir wiederum alle Musikvereine auffordern wollen, Präsenz zu zeigen, für die eigene Bevölkerung im Ort da zu sein. Die Blasmusik lebt da wieder. Ich lade dazu sehr herzlich ein. Etliche Großveranstaltungen mussten wir natürlich verschieben. Das wird teilweise dann im nächsten Jahr nachgeholt, aber, und weil es in Niederösterreich stattfindet, darf ich diese Reihe noch erwähnen. Am Wochenende um den Nationalfeiertag im Oktober werden wir in Grafeneck zu Gast sein. Wir werden unseren Jugendblasorchesterwettbewerb dort ausführen. Wir werden den österreichischen Blasorchesterwettbewerb der Stufe C dort haben und auch den Höchststufenorchesterwettbewerb. Und nicht zuletzt ein Festkonzert zum Anlass unseres 70-Jahr-Jubiläums. An der Stelle danke ich auch
der niederösterreichischen Landesregierung sehr herzlich für Unterstützung in diesem Bereich. Faszination, Generationen, Leidenschaft, das ist das Motto unseres 70-Jahr-Jubiläums. Ich danke an dieser Stelle dem Team des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes, ganz besonders unter der Leitung von Landesobmann Peter Höckner, sehr herzlich. Ich danke aber auch allen Funktionären draußen, in den Bezirksarbeitsgemeinschaften, in den Musikvereinen, aber auch allen Musikerinnen und Musikern für diese wunderbare Arbeit, diese wunderbare Kulturarbeit, die ihr leistet für unsere tolle Blasmusik. Wir haben die Ergebnisse noch nicht gehört, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass es hier eine Überraschung gibt. Deswegen auch an dieser Stelle von mir alles Gute dem Team und dem designierten Landesobmann Bernhard Dein. Willkommen auch im Präsidium des Österreichischen Blasmusikverbandes. Ich freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit dir. Mir ist es heute wirklich ein großes Anliegen gewesen, persönlich vor Ort zu sein, weil wenn jemand über 21 Jahre Landesobmann ist, dann ist es eine Riesenzäsur, die so ein Landesverband jetzt hinter sich bringt. Und deswegen bin ich mit Freude gekommen. Der Peter Höckner, ja, ich muss es sagen, ich bin jetzt am Wort und nicht nachher, deswegen darf ich das jetzt vielleicht meinerseits vorziehen, ist bereits 52 Jahre aktives Mitglied in der Blasmusik. Er ist über Bezirkskapellmeister, über Landesjugendreferat, über viele Stufen gegangen und wirklich ein lang gedienter Funktionär sozusagen. Ja, von 2000 bis 2003 war er auch Vizepräsident des Österreichischen Blasmusikverbandes. Er ist dann noch im Rahmen des Rotationsprinzips des Präsidiums im Österreichischen Blasmusikverband einmal Präsident gewesen, ein Jahr lang, davor noch einmal ein Jahr Vizepräsident, danach ein Jahr Vizepräsident. Also man sieht, er hat sich auch in der österreichischen Blasmusik sehr, sehr breit eingebracht. Daneben hat er auch noch sehr erfolgreich zwei Kongresse des Österreichischen Blasmusikverbandes in Niederösterreich organisiert. Das Ehrenamt dementsprechend rastlos überlegt, mit Freude über eine so lange Zeitspanne auszuüben, das erfordert einen langen Atem. Eine Familie, die unabdingbar hinter einem steht und vor allem die Passion zur Musik, deren Fluss nie endet. Genau diese Eigenschaften standen und stehen dir, lieber Peter, als Begleiter in deiner Funktion zur Seite. Und deswegen möchte ich im Namen des Österreichischen Blasmusikverbandes dem scheidenden Landesobmann von Niederösterreich, Peter Höckner, für seine verdienstvolle Arbeit für die Blasmusik danken und mit der höchsten Auszeichnung des Österreichischen Blasmusikverbandes hier vor dir erscheinen. Du erhältst seitens des Österreichischen Blasmusikverbandes das Ehrenkreuz in Gold. Ich danke dir und gratuliere dir. Es ist eine große Freude und Überraschung, dieses Ehrenzeichen. Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank für die lobenden Worte. Und die nächste Überraschung habe ich jetzt gleich parat. Ich habe zuerst angekündigt, unsere Frau Landeshauptfrau mit einer Grußbotschaft per Video. Und indem ich es gesagt habe, ist ja auf einmal persönlich hier in den Saal gekommen. Es freut mich, liebe Johanna, dass du heute bei uns bist und ich bitte dich, zum Mikrofon zu kommen. Ja, lieber Peter, selten, dass man den Peter Höckner sprachlos macht, aber ich wollte es einmal erleben, wie der Peter Höckner wirklich sprachlos ist und es ist mir im wahrsten Sinne des Wortes auch gelungen. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Peter Höckner, vor allem aber auch lieber Bernhard Dein und vor allem meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich bei der Generalversammlung heute zu Gast sein darf. Bei einer Generalversammlung von ganz
großer Bedeutung. Ja, der Herr Präsident hat es bereits ausgeführt, harte Monate liegen hinter uns. Viele Monate hatte die Blasmusik Pause. Jetzt mit der ersten Öffnung ist das eine oder andere gegangen, aber ab 1. Juli wird alles möglich sein. Mit 1. Juli wird die Blasmusik wieder den Ton angeben und wieder zurückkehren zur alten Stärke. Zur alten Stärke, die sich die Blasmusik in den letzten Jahrzehnten auch wirklich verdient hat vor allem auch aufgrund des großartigen Engagements von Peter Höckner. Lieber Peter, du stehst heute auch im Mittelpunkt. Du bist ein ganz großer. Und wer Peter Höckner kennt, weiß, dass die Musik sein Leben ist. Peter Höckner, mehr als 21 Jahre Landesobmann des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes. Er ist es, der dem Niederösterreichischen Blasmusikverband über Jahrzehnte vorangegangen ist, diesen auch gestaltet hat und vor allem auch geprägt hat. Er war und ist Chef von 500 Vereinen und mehr als 25.000 Mitgliedern. Er war aber nicht nur Chef, sondern vor allem auch enger Freund und Berater. Und wenn ich an unsere Zusammenarbeit denke zwischen Land und dem Niederösterreichischen Blasmusikverband, dann ist diese Zusammenarbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer geprägt gewesen von großer Wertschätzung und Respekt, von großer Professionalität und vor allem auch vom Miteinander. Und wenn man natürlich so eine hohe Funktion mehr als 21 Jahre inne hat, in einem Flächenbundesland, im größten Bundesland dieser Republik, dann ist man natürlich auch viele Kilometer unterwegs und legt auch sehr viel mit dem Auto zurück. Und es waren mehr als 500.000 Kilometer, die Peter Höckner zurückgelegt hat, weil er immer und überall präsent war, bei Festen, bei Veranstaltungen, bei Musikwettbewerben oder bei Eröffnungen von Musikerheimen. Er ist und war immer wertgeschätzter und liebgesehener Gast. Peter Höckner ist aber auch einer, der sich der Jugendarbeit verschrieben hat. Jugendarbeit war im Zeit seines Lebens immer ganz wichtig und sie blieb nicht ohne Erfolg. Diese Jugendarbeit ist im wahrsten Sinne des Wortes von Erfolg gekrönt. Denn etwa 50% aller Musikerinnen und Musiker sind in unserem Bundesland unter 30 Jahre alt. Und somit ist die Blasmusik auch zu einer der größten Jugendorganisationen in diesem Land geworden. Er hat natürlich auch eine enge Verbindung zu den jungen Menschen immer wieder gehabt. Denn wenn man mehr als 40 Jahre Lehrer ist an der Musikhauptschule und dann viele, viele Jahre Direktor, dann weiß man, wie geht man an die Jugend heran, wie begegnet man ihnen auf Augenhöhe und wie motiviert man sie vor allem. Und das, lieber Peter, ist dir auch gelungen. Aber was wäre heute Niederösterreich ohne der Blasmusik? Was wäre ohne Blasmusik das gesellschaftliche Leben? Für uns alle nicht vorstellbar. Jedes Fest, jede Veranstaltung, jedes Jubiläum findet mit Musik, mit der Blasmusik vor Ort statt. Und es ist einfach unglaublich schön, das jedes Mal aufs Neue erleben zu dürfen, weil es immer wieder ein wahrer Genuss ist und hier zu sehen, wie dieses Miteinander gelebt wird, wie Musik inspiriert und wie Musik vor allem auch verbindet. Daher dir, lieber Peter, danke für diese umfassende und intensive Arbeit über 21 Jahre Obmann des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes. Danke für dein großartiges Engagement für die Musik, für die Blasmusik, für den Blasmusikverband und vor allem auch für Niederösterreich. Du, lieber Peter, legst jetzt dein Amt in jüngere Hände, in die Hände von Bernhard Thein, auch einer, der unglaubliches Talent hat, ein großartiger
Musiker ist und der auch strotzt vor Vitalität und Engagement. Er als designierter Obmann wird diese Verantwortung auf seine Art und Weise wahrnehmen, wird seinen eigenen Stil haben und bin aber fest davon überzeugt, dass er auch diese Erfolgsgeschichte des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes fortschreibt. Und dafür, lieber Bernhard, wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute und vor allem ganz, ganz, ganz viel Freude. Denn wer Freude hat, dem ist auch der Erfolg sicher. So, lieber Peter, nun zu dir. Lieber Peter, wir wollen natürlich heute nicht nur mit einer Überraschung, sprich mit meiner Anwesenheit, dich überraschen, sondern auch mit einer zweiten Überraschung. Wir haben uns gedacht, was schenkt man einer ganz großen Persönlichkeit, die alles hat? Eine Familie wie die Blasmusik, aber auch wie die Familie zu Hause. Deine Frau und deine Kinder sind es und waren es, die dich immer getragen und unterstützt haben, die dir auch diesen Freiraum gegeben haben, diese hohe Funktion auch ausüben zu können. Bei deiner Familie auch ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Und bei diesem Danke, das wir dir jetzt überreichen, nämlich das goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, da gehört ein ganz kleines Stück deiner Familie. Lieber Peter, vielen herzlichen Dank und ich freue mich, wenn ich dir jetzt dieses große Ehrenzeichen übergeben darf. Also es ist schon mal wirklich Zeit, wenn jetzt der 1. Juli kommt, wenn alles wieder möglich ist, weil Generalversammlung ohne Blasmusik ist ja wirklich eine sehr trockene Angelegenheit und umso mehr freuen wir uns, aber wir freuen uns jetzt ganz besonders, dass ich dir das jetzt überreichen darf. In Anerkennung und Würdigung seines langjährigen verdienstvollen Wirkens wird Herrn Stadtratdirektor Peter Höckner, Landesobmann des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes, Mitglied des Niederösterreichischen Kultursenates, das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen. St. Pölten am 29. Mai, die Landeshauptstadt. Lieber Peter, alles Liebe, alles Gute, du hast dir das wahrlich verdient. So, und natürlich wünsche ich mir dem designierten Obmann alles Liebe und alles Gute. Ich weiß, er ist der richtige Mann, der unglaublich viel Kraft hat, die Menschen zu motivieren. Und er hat ja auch am 31. Mai Geburtstag. Ihr, die ihn heute wählen könnt, macht ihm eigentlich das schönste Geschenk, nämlich mit einem hohen Vertrauensvorschuss. Dir, lieber Bernhard, auch alles Gute zum Geburtstag. Wir haben da natürlich auch ein bisschen was zum Feiern mitgebracht, nachdem wir ja heute nicht anstoßen dürfen, sondern ein bisschen mit Distanz nur feiern dürfen. Dir alles Gute zum Geburtstag und vor allem alles Gute zur neuen Funktion. So, jetzt darfst du mal kurz klatschen. Lieber Peter, ich habe heute schon von deiner Familie und vor allem von deiner Frau gesprochen. Sie kann heute aufgrund der begrenzten Anzahl der Teilnehmer nicht da sein. Aber umso mehr würde ich dich bitten, ihr diesen wunderschönen Blumenstrauß zu überreichen und einfach ein ganz großes und herzliches Danke ihr zu sagen. Und es freut uns, dass sie uns weiterhin treu bleibt. Alles Gute. Peter, ich nehme das einfach damit nach vorne. Dankeschön.
So, lieber Peter, ich muss dich nochmal unterbrechen. Es gibt noch weitere Grußbotschaften, die wir nicht im Programm stehen haben. Also bitte Platz zu nehmen und genieße die weiteren Grußbotschaften. Geschätzte Ehrengäste, liebe Musikerinnen und Musiker, lieber Peter, was uns beide eint und warum ich heute hier bei dieser außergewöhnlichen Beitrag ist die Tatsache, dass wir beide gemeinsam in verschiedenen Funktionen insgesamt sage und schreibe 33 Jahre lang für unseren niederösterreichischen Blasmusikverband tätig sein durften. Im Jahr 1988, zu diesem Zeitpunkt, war ich bereits 6 Jahre lang Schriftführer und Pressereferent unseres Verbandes, wurdest du zum Landesjugendreferenten und ich zum Landesobmann-Stellvertreter gewählt. Gemeinsam haben wir 6 Jahre lang mit Josef Leeb und 6 Jahre lang mit Franz Stettner die Geschicke unseres Landesverbandes mitgestalten dürfen. Im Jahr 2000 wurdest du schließlich zum Landesobmann gewählt. 15 Jahre lang war ich als dein Stellvertreter in auch nicht immer ganz einfachen Zeiten dein engster Funktionärsmitarbeiter und durfte mit dir gemeinsam unseren Teil zum Bestand, zum Gelingen und zur Entwicklung unserer großen Familie Blasmusik beitragen, unseren Vorgängern verbunden, aber stets auch neuen Dingen aufgeschlossen, bereit, Veränderungen vorzunehmen, mit der Zeit zu gehen, um sich auch neuen Anforderungen zu stellen. Lieber Peter, deine Verdienste werden heute im Rahmen dieser Generalversammlung sicher noch von verschiedenen Persönlichkeiten entsprechend hervorgehoben und gewürdigt werden. Ich darf aber jetzt schon, wenn ich auch bereits seit nunmehr 6 Jahren sozusagen Funktionärspensionist unseres Verbandes bin, für deinen unermüdlichen, enormen Einsatz für unseren NÖBV ein ganz, ganz großes, aufrichtiges Danke sagen. Für deinen nun anstehenden Funktionärsruhestand wünsche ich dir jetzt noch viele schöne, unbeschwerte und vor allem weniger fordernde Jahre. Und den heute neu zu wählenden Funktionärinnen und Funktionären und unserer Blasmusik in Niederösterreich im Allgemeinen wünsche ich, besonders nach dieser für uns alle so schwierigen und herausfordernden Zeit, alles erdenklich Gute. Ein herzliches Glück auf. Lieber Peter, herzlich willkommen in der Funktionärspension. Wie du bald selbst bemerken wirst, tut sie nicht weh, sondern lässt dir mehr Zeit für deine Familie oder deine Hobbys, wie dem Reisen mit deiner Gabi. Nach rund 30 Jahren, die du maßgeblich zuerst als Landesjugendreferent und dann 21 Jahre als Chef den Aufwärtstrend der Blasmusik in Niederösterreich mitgestaltet hast, wirst du der Blasmusikfamilie fehlen. Aber du hast dir deine Pension redlich verdient. Es hat immer viel Spaß gemacht, so viele Jahre intensiv mit dir immer im Sinne der niederösterreichischen Blasmusik zu arbeiten. Aber natürlich möchte ich auch die Feste nicht missen, die wir gemeinsam gefeiert haben. In diesem Sinne ein Prosit auf dich, weiterhin viel Spaß mit der Blasmusik in Niederösterreich, alles Liebe. Lieber Peter, landläufig heißt es, sag zum Abschied leise Servus. Die Pandemie fördert sogar dieses leise Servus. Allerdings, du hast dir kein leises Servus verdient,
sondern einen lauten Applaus und ein ganz lautes Danke für deine jahrzehntelange Arbeit an der Spitze des Blasmusikverbandes. Du bist in die Fußstapfen eines Josef Leeb und eines Franz Stettner getreten. Du hast mit viel Engagement und enormer Energie die Blasmusik in unserem Heimatland Niederösterreich forciert und auf diese Art und Weise sehr viel Klang und Farbe in unser Heimatland Niederösterreich gebracht. Du hast eine unglaublich starke Säule gebildet in der gesamten Kulturarbeit in unserer Heimat Niederösterreich. Und vor allem, was dir immer wieder am Herzen gelegen ist, Blasmusik bedeutet auch ein Miteinander in unserer Heimat. Du kannst dich noch erinnern, wir haben dieses Miteinander, das gesellschaftliche Zusammensein, persönlich ja auch einige Male miteinander ordentlich geprobt. Erinner dich an das Blasmusiktreffen in Ravelsbach, wo wir im Anschluss an eine beeindruckende Leistungsschau dann das Miteinander noch entsprechend hochgehalten haben. Ich danke dir persönlich für dieses Wohlwollen und für dieses Miteinander, das uns im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sehr eng zusammengebracht hat. Ich danke dir auch für die Arbeit in deinem und in unserem Heimatland Niederösterreich und ich wünsche dir weiterhin alles erdenklich Gute und bleib der Blasmusik weiter treu. Danke. So viele lobende Worte. Jetzt bin ich wieder sprachlos, liebe Hanni. Ich möchte mich wirklich recht, recht herzlich für die Auszeichnungen bedanken. Das ist eine Riesenüberraschung für mich. Ich möchte aber auch dazu sagen, bin zwar ich ausgezeichnet worden, aber es wäre nie gegangen ohne das gesamte Team, auf das ich dann auch noch später eingehen möchte. Denn nur gemeinsam und durch das gelebte Miteinander konnten wir doch, und da können wir stolz sein, in den letzten Jahren eine sehr, sehr positive Entwicklung für die Blasmusik in Niederösterreich, aber auch in ganz Österreich feststellen, denn auch in den anderen Bundesländern ist es wunderbar in die Höhe gegangen mit der Blasmusik. So, jetzt bin ich wirklich fast sprachlos. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Dingen, die bei einer Generalversammlung auch abgehandelt werden müssen, sollen, aber das machen wir ganz kurz. Die Rechenschaftsberichte sind ja alle online einzusehen gewesen. Die Anträge und Beschlussfassungen wurden entsprechend auch in Mehrheitsbeschlüssen gefasst. Und wir kommen jetzt, glaube ich, zum Kontrollbericht und zur Entlastung des Vorstandes. Hier wurde auch diese Entlastung durch Rückmeldungen entsprechend eingeholt. Wir sind alle entlastet und der Vorstand kann sozusagen nun durch diese Entlastung zurücktreten. Nachdem wir jetzt zurückgetreten sind, wir haben gesagt, wir machen es recht schnell, kommen wir jetzt zu einer spannenden Bekanntgabe und da den Leiter des Wahlkomitees, unseren Engelbert Jonas, Bezirksobmann, nach vorne bitten, der die Wahlergebnisse bekannt geben wird. Hohe Generalversammlung, geschätzte Freunde der Blasmusik. Gemäß den Statuten des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes und dem Vereinswesengesetzes ist es erforderlich, alle 3 Jahre die Neuwahl des Vorstandes durchzuführen. Gemäß § 10 Absatz 1 der Verbandsstatuten wurde in der letzten Vorstandssitzung im Vorjahr der heutige Tag als Wahltag bestimmt. Diese Generalversammlung kann nicht wie geplant im Präsenz stattfinden, sondern wird als Online-Veranstaltung durchgeführt. Die Wahl erfolgte in Form einer Briefwahl. Die Ausschreibung an alle Mitgliedsvereine erfolgte termingerecht und satzungskonform.
Der Wahlvorschlag wurde vom Verbandsvorstand erarbeitet und dem Wahlkomitee im Sinne des Paragraphen 3 der Wahlordnung zur Prüfung vorgelegt. Beim Online-Delegiertentag der Bezirksobmänner am 21. Februar 2021 wurde das Wahlkomitee gebildet, bestehend aus den 5 Bezirksobmännern Hilbinger Bernhard, Hausleitner Martin, Lipitsch Johann, Osterbauer Ernst und Jonas Engelbert als Vorsitzender. Am 7. April erfolgte die Prüfung des Wahlvorschlages, der für richtig befunden wurde. Die Briefwahl wurde durchgeführt und der Termingerecht abgeschlossen. Am 26. Mai, also diese Woche, erfolgte die Auszählung. Ich darf Ihnen das sicherlich spannende Wahlergebnis bekannt geben und den neu gewählten Vorstand vorstellen. Stimmberechtigte Musikvereine waren 490. Die Anzahl der abgegebenen Stimmen 321. Eine sehr erfreuliche Anzahl, 66% Wahlbeteiligung. Davon ungültige Stimmzettel 0, es haben daher 321 Mitgliedsvereine gültig gewählt, davon 9 mit Streichungen und Reihungen. Also wurden alle vorgeschlagenen Verbandsfunktionäre mit ausreichender, überwältigender Mehrheit gewählt. Alle Funktionäre nehmen die Wahl an. Die unterzeichnete Annahmeerklärung liegt vor. Anwesend ist heute nur unser neuer Landesverbandsobmann Bernhard Dein. Ich darf Ihnen der Ordnung halber trotzdem den gesamten Wahlvorschlag vorbringen. Landesobmann Bernhard Dein, seine Stellvertreter Gerhard Schnabel und Frau Magister Martina Grall. Protokollführerin Ulrike Bloch-Berger, Stellvertreterin Kommerzialrat Ingeborg Dockner, Finanzreferent Magister Manfred Ebhardt, Stellvertreterin Magister Daniela Baumgartner, die Landeskapellmeister Manfred Sternberger, seine beiden Stellvertreter Thomas Madertaner und Magister Adolf Obendrauf, Landesstabführer Magister Georg Speiser, sein Stellvertreter Markus Kohl, die Jugendreferentin Sonja Wurm, ihre Stellvertreter Magister Kerstin Höller und Harald Schuh, Medien- und EDV-Referent Martin Schiener und die Landesbeiräte Franz Haberl, Karl Stütz, Hubert Pfeiffer, Martin Aschauer und Horst Obermeier. Rechnungsprüfer sind August Brüller und Frau Magister Sabine Brandner. Und jetzt kommt natürlich die sicher spannendste Frage aller Fragen an unseren neu gewählten Landesverbandsobmann Bernhard Dein. Nimmst du die Wahl an? Er ist ganz ernst. Dankeschön für die Annahme. Glückwunsch an alle neu bzw. wieder gewählten Funktionäre. Was wünschen wir uns für die Zukunft? Dass es in unserer Blasmusik im Land Niederösterreich als größten Kulturträger weiterhin so aufwärts geht wie bisher und dass der Landesverband, der Niederösterreichische Verband weiterhin die große Kraft dahinter ist. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Herzlichen Dank, lieber Engbert, für den Bericht. Darf ich noch einmal, bevor jetzt der neue Obmann hier nach vorne kommt, kurz mich an Sie, an euch wenden. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Bedanken bei der gesamten Blasmusikfamilie. Es wurde heute schon so vieles gesagt, wie sich die Blasmusik in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Da haben aber viele daran mitgearbeitet. Ich bedanke mich bei allen Funktionärskolleginnen und Funktionärskollegen.
Ich bedanke mich bei jenen Personen, die das heute leider nicht mehr hören können, aber vielleicht doch zuschauen, bei Professor Josef Leeb und Professor Anton Kornherr, die den Blasmusikverband gegründet haben und aufgebaut haben. Ich möchte mich auch bedanken beim Franz Grobauer. Es war auch sehr überraschend, dass ich hier per Video diese Botschaft bekommen habe. Ich möchte mich bei allen Landes- und Bezirksfunktionären bedanken. Danke allen Funktionären des österreichischen Blasmusikverbandes, auch dem Herrn Präsidenten. Bei den Büromitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei der Marianne Leeb, die wir auch gehört haben, beim Leopold Handlos, bei der Martina Hinterleitner, bei den ehemaligen Mitarbeitern und natürlich bei den jetzigen Mitarbeitern. Danke, liebe Elisabeth Haberhauer, du schmeißt den Laden ganz großartig und möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, wie du das hier oder wie viel Arbeit du dem Obmann in dem Fall abgenommen hast. Und ich habe immer nur ein bisschen noch telefoniert und es war immer alles in Ordnung. Danke, liebe Lisi. Danke natürlich auch der Romana Höllerschmidt im Büro und dem Gerald Brüller und seinem jungen, neuen Mitarbeiter. Ich möchte mich auch bedanken bei der Landespolitik. Liebe Hanni, wir haben immer ein offenes Ohr bei dir gefunden und danke auch wirklich für diese Zusammenarbeit, für diese freundschaftliche Zusammenarbeit, die es gibt. Es geht nicht immer nur ums Geld, das wissen wir, aber dass die Blasmusik im Land diesen Stellenwert erreicht hat, ist ein Zeichen von dir und auch von der gesamten Landesregierung. Ich möchte mich auch bedanken, vor allem beim Erwin Bröll, mit dem wir auch viel, viel zusammengearbeitet haben und hat es genannt. Er hat nur eine Situation genannt, damals in Ravelsbach, es waren deren mehrere, wo wir dann nachher beisammen gesessen sind und Pläne geschmiedet haben, sagen wir es einmal so. Auch an den Stefan Bernkopf, der auch sehr nahe bei der Blasmusik steht und ich kann mich erinnern, 2015, wie wir für die Militärmusik gekämpft haben, Hanni, du warst ja auch dabei, am Ballhausplatz damals, da haben wir ihnen den Marsch geblasen, zumindest den damaligen Verteidigungsminister. Das war aber der Einzige, der nicht dabei war bei der Regierungssitzung. Der hat sich damals nicht getraut zu kommen. Danke für die Kooperationspartner, nämlich der Kulturregion Niederösterreich, dem Martin Lammerhuber und natürlich auch seiner Vorgängerin, der Dolly Draxler. Wir haben wirklich immer ganz großartig zusammengearbeitet und es wird auch so weitergehen. Bei der Kulturabteilung, beim Hermann Dikovic, bei allen Partnern, Unterstützern und Sponsoren, bei allen Bezirkshauptleuten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ich durfte fast alle Bürgermeister in diesen vergangenen Jahren kennenlernen. Und ich bedanke mich auch, und die Hanni hat schon angesprochen, bei meiner Familie, meiner Frau und meinen Kindern, die mich sehr in meiner Tätigkeit unterstützt haben. Danke an alle, die ich jetzt bei der Aufzählung vergessen habe und mit ein bisschen Stolz auf das wir hier gemeinsam, was wir erreicht haben, wünsche ich nun meinem Nachfolger, dem Bernhard Thein und seinem Team viel Glück für seine neue Aufgabe mit der tiefen Überzeugung, dass er die Blasmusik in Niederösterreich weiterentwickeln wird. Und ich wünsche ihm, und das ist heute auch schon angesprochen worden, jene Freude, die ich dabei gehabt habe, dann wird das auch in die entsprechende Richtung weitergehen. Alles Gute für die Zukunft unserer Blasmusik. Sie lebe hoch. Peter, 52.000 Hände würden dir jetzt Standing Ovations geben,
wenn wir die jetzt vor Ort hätten. Und ich bin mir sicher, zu Hause vor der Bildschirme wird geklatscht und man kann diese Emotion sicher auch durch die Bildschirme spüren. Es ist so ehrlich und so erfrischend, wenn man das so spürt, wie mit was einer Leidenschaft, mit was einer Faszination du die Blasmusik gelebt hast. Vielen, vielen Dank. Nochmal einen kräftigen Applaus von allen an unseren Peter Höckner. Ja, wir haben gestern bei einer Probe noch gemessen, was für eine Schuhgröße der Peter hat, 44. Und ich habe auch 44, aber sie sind wirklich noch viel größer als meine 44er. Es gibt da verschiedene Größen, glaube ich. Und da dürfen wir jetzt hineintreten. Vielen Dank für das ausgesprochene Vertrauen an euch alle, für mich und für den gesamten neuen Vorstand. Es ist uns eine große Ehre und natürlich zugleich auch ein großer Auftrag, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren für den Niederösterreichischen Blasmusikverband zu arbeiten. Wir sind alle miteinander Blasmusikanten, wo das Herz halt für die Blasmusik schlägt. Und mit der Gewissheit, lieber Peter, werden wir schauen, dass wir das bestmöglich weiterführen. Ich möchte jetzt, oder es ist gesagt, wenn ich so eine Art Antrittsrede halten und ich habe mir da gar nicht viel überlegt, aber vor zwei Tagen hat mir ein Fotograf einer relativ großen Tageszeitung, der selbst auch Kapellmeister war, gefragt, Bernhard, warum machst du das eigentlich? Warum tust du das auch? Und ich habe ad hoc nicht wirklich eine gescheite Antwort gehabt und habe mir das aber jetzt die letzten Stunden und Tage doch auch überlegt. Es gibt da zwei Seiten, warum ich das stellvertretend für alle anderen im neuen Vorstand machen werde und gerne machen werde. Das ist zum einen die praktische Seite und die zweite die emotionelle Seite. Die praktische Seite ist die, dass man sagt, wir übernehmen da einen extrem gut geführten Blasmusikverband, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewachsen ist, ganz gesund gewachsen ist, der sich wirklich etabliert hat in Niederösterreich und wahrlich fast über sich hinaus gewachsen ist. Wir sind der größte Verband in ganz Österreich und auf das kannst du, Peter, wirklich sehr stolz sein, dass du das für uns zusammengebracht hast mit deinem Team, mit deinen Blasmusikanten in Niederösterreich. Dafür nochmal einen ganz großen Applaus, lieber Peter. Und von diesem Vorstand bleiben doch einige Säulen auch jetzt uns erhalten und das ist eine Gewissheit, die mich sehr, sehr gut erdet. Das ist zum einen die Kapellmeisterei, das ist das Jugendreferat, das ist die Stabführerei, das ist auch der Bereich der Finanzen und auch das Protokoll, wo die Kameraden und Kameradinnen vom alten Vorstand in den neuen wechseln und die Erfahrung, die Weisheit, das Wissen mitnehmen und gepaart jetzt mit den vielen guten, extrem gut auserlesenen neuen Vorstandsmitgliedern werden wir ein super Team sein, wo wir die Blasmusik alle auch am rechten Fleck haben. Und wir haben uns schon ein bisschen kennenlernen dürfen und wir verstehen uns sehr gut. Es funktioniert großartig und ich glaube, von dieser pragmatischen Seite werden wir das bestmöglich weiterführen können. Aber dann gibt es noch die emotionelle Seite und die möchte ich jetzt vielleicht heranziehen, um die eigentliche Rede zu finden. Ich war 11 Jahre alt, kam aus einer Familie, wo Blasmusik nicht an der Tagesordnung war. Also bei uns hat keiner Instrument gespielt und Blasmusik war sozusagen ein Fremdwort. Aber das System Blasmusik hat mich, so wie viele andere in Niederösterreich auch, an Bord geholt. Ich durfte ein Instrument erlernen und ich durfte im System Blasmusik groß werden, mich profilieren, Teamfähigkeit erlernen, mich einzuordnen, unterordnen, also praktisch viele soziale Kompetenzen mir aneignen. Und das ist es, was unsere Blasmusik ja ausmacht. Gerade die generationsübergreifende, die gesellschaftsschichtübergreifende Tatsache, was wir in unseren Vereinen haben, die macht es so besonders. Wo ist es sonst möglich, dass ein 8-Jähriger mit einem 80-Jährigen an einem Pult sitzt, wo der Akademiker zweite Trompete spielt, wo der 15-Jährige Bub besser Trompeten spielt als er? Das geht halt nur bei uns in der Blasmusik und das macht es so besonders und deswegen glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Für mich, und ich möchte das immer wieder sagen, für unsere Bürgermeister, wir haben da so viele großartige Vereine in den Gemeinden, also ihr könnt da wirklich stolz sein, also wahre Schätze, was ihr in den Gemeinden habt, bitte haltet eure Musikvereine in dieser Form hoch,
weil jeder Musikant ist, und das habe ich von meinem ehemaligen Bezirksobmann auch so mitgenommen, ist ein runder Mensch, hat er immer gesagt. Ganz ein friedvoller, der was immer das Miteinander vor dem Trennenden stellt. Und das ist es, was wirklich gesellschaftstechnisch für uns in Niederösterreich eine Wucht ist. Liebe Frau Landeshauptfrau, die Blasmusikanten, so wie sie in unseren Vereinen sind, sind so großartige Menschen, und wir haben immerhin 26.000 davon. Wenn man das jetzt als Multiplikator hernimmt, jeder in sein Umfeld, dann ist es eine riesengroße Menge an Menschen, die wirklich gesellschaftsfähig, voll in Ordnung sind, die was miteinander an einem Strang ziehen, die friedvoll miteinander Musik und Kunst, Kultur auf hohem Niveau machen. Und das ist das, was uns sehr, sehr stolz macht und mich auch sehr zufrieden stimmt, dass ich das jetzt übernehmen darf. Aber diese 26.000 Musikanten sind es auch, die Kultur machen bei uns in Niederösterreich, in jedem Winkel, in jedem Dorf, auf jedem Berg und in jeder Stadt. Und das kann man sagen, zu jeder Tages- und Nachtzeit beinahe. Wenn man jetzt am Wochenende anruft, am Mittwoch ist ein Begräbnis, dann funktioniert das. Wenn der Bürgermeister anruft und sagt, nächste Woche haben wir einen Empfang zum Spielen, dann funktioniert das. Also das ist ein Kulturbetrieb mit 26.000 Musikanten, mit knapp 500 Vereinen. Das ist dann vermutlich, glaube ich, der größte in Niederösterreich und ein nicht wegzudenkender Teil. Und ich möchte einmal mehr immer wieder aufmerksam machen darauf, dass eben die Volkskultur, die Blasmusik, nicht Stiefkind der Hochkultur sein darf. Es muss immer auf Augenhöhe behandelt werden, und ich möchte mich dafür auch einsetzen. Diese Arbeit, die wir da in den Blasmusikvereinen machen, diese kulturelle Arbeit, die ist unglaublich wertvoll und die macht unser Niederösterreich zu dem, was es jetzt ist, und an denen werde ich weiter festhalten, und ich freue mich, dass ich da mit einer tollen Mannschaft das vorangehen darf. Ja, somit komme ich zu euch, liebe Blasmusikantinnen und Blasmusikanten, vor den Bildschirmen. Ich möchte euch jetzt auch noch bitten, wir haben eine schwierige Zeit hinter uns. Der Stillstand, der hat es nicht einfach gemacht für uns, aber ihr habt es bewiesen mit viel Disziplin und viel Geduld, dass wir auch das aushalten, und jetzt können wir langsam wieder hochfahren, und ich möchte auch bitten um Konsequenz, Konsequenz und Konsequenz, dass wir wieder zur alten Stärke auffahren, und ich glaube, mit einer entsprechenden Beharrlichkeit werden wir vielleicht noch stärker aus dieser Krise herauskommen und den Blasmusikverband noch weiterentwickeln. Also ihr seid für mich, wenn man so will, das Blut in den Adern des niederösterreichischen Blasmusikverbandes, und ohne euch wäre alles nichts. Drum vielen Dank, dass ihr da jetzt so tatkräftig und fleißig mithelft, dass wir das wieder gescheit hochfahren können. Und ich bin mir sicher, in einigen Monaten, in einigen Jahren sind wir wieder genau dort, wo wir hinkehren und vielleicht auch noch besser entwickelt. So, somit komme ich jetzt zu meinem ersten offiziellen Auftritt. Ich habe so laut des Programmablaufes jetzt dastehen, ich darf die Ehrungen durchführen. Also das ist ja für einen Obmann eines Vereines, einer BRG oder eben wie bei uns beim Landesverband eine große Freude, immer Mitglieder auszuzeichnen. Und somit darf ich jetzt vor allem den scheidenden Vorstand ehren. Und wir müssen das heute auch in digitaler Form machen. Es sind viele Musikkolleginnen und Kollegen, die man natürlich gerne jetzt in Grafenweg in dem wunderschönen Ambiente geehrt hätten. Aber wir werden das alles nachholen in einer außerordentlichen Versammlung. Aber jetzt haben wir es in einem Kurzfilm zusammengefasst, und ich werde das in der Schnelle durchmoderieren, und wir werden es entsprechend später auch einmal nachholen. Christoph Reis bekommt vom Österreichischen Blasmusikverband die Verdienstmedaille in Silber. Professor Walter Reitbauer, ebenfalls vom ÖBV, die Verdienstmedaille in Gold. Herrn Landesbeirat Josef Lampel, auch vom Österreichischen Blasmusikverband, die Verdienstmedaille in Gold. Herrn Landesbeirat Johann Keinz, die Verdienstmedaille in Gold, verliehen auch hier digital in Zeilern, 29. Mai 2021. Landesbeirat Professor Ernst Gersthofer, Verdienstmedaille in Gold.
seitens des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes unseren Landesbeirat Bezirkskapellmeister Günther Weiß das Verdienstkreuz in Gold für unseren lieben Günther. Danke. Herrn Rechnungsprüfer Leopold Schneider das Verdienstkreuz in Gold. Herrn Rechnungsprüfer Friedrich Prager ebenfalls das Verdienstkreuz in Gold. Landesjugendreferent Stellvertreter Leopold Eibel die Ehrennadel in Gold. Auf diesem Wege, lieber Leopold, alles Gute für die Genesung. Herrn Finanzreferenten August Brüller, das Verdienstkreuz in Gold. Herrn Landesstabführer Andreas Eckerl, das Verdienstkreuz in Silber. Herrn Landesobmann Stellvertreter Fritz Anzenberger, das Verdienstkreuz in Gold. Ja, genau diese Auszeichnung werden wir, es hat wahrlich einen großen Applaus verdient. Diese Auszeichnung werden wir hoffentlich bald in einer außerordentlichen Generalversammlung nachholen und ich freue mich schon, wenn wir uns dann persönlich sehen dürfen. Wir haben dann weiters drei Ehrenmitgliedschaften zu überreichen. Diese können wir auch nicht heute überreichen, das machen wir auch dann später bei der außerordentlichen Versammlung. Und diese Ehrenmitgliedschaften erhalten Christine Meyer, Fritz Anzenberger und Andreas Eckerl. Somit die Ehrenmitgliedschaft des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes. Ja, aber stellvertretend für alle Ehrungen darf ich jetzt den Peter rausbitten. Lieber Peter, bevor du jetzt stellvertretend für alle, die wir jetzt nicht anwesend haben, haben wir einen Kurzfilm, einen Teaser vorbereitet über deine Karriere, über deine Laufbahn. Film ab. Ja, 52.000 Hände klatschen jetzt für dich, lieber Peter.
Darf ich dich zu mir nach vorne bitten? Ehrenurkunde. Der Vorstand des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes hat beschlossen, Herrn Landesobmann Direktor Peter Höckner in Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um das Blasmusikwesen in Österreich zum Ehrenobmann zu ernennen. Zeilern am 29. Mai 2021. Alles Gute. Ja, und lieber Peter, es gibt noch eine zweite Auszeichnung, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Diese Auszeichnung, die Peter nun erhält, haben genau nur drei Persönlichkeiten in Niederösterreich erfahren. Das ist zum einen unser Professor Franz Stettner, das ist unser Gründungsobmann Josef Leeb und das ist unser Altlandeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Es handelt sich hier um den Josef Leeb Ehrenring. Halte diesen Ring immer als Symbol, als Verbundenheit zu unserem Blasmusikverband und alles Gute für die Verdienste und danke sehr. Eine große Ehre und Freude für mich. Aber wenn ich mir die Bilder zuerst angeschaut habe, früher war ich schon ein wenig jünger noch. Gell? Danke vielmals. Es ist wirklich eine große Ehre und Freude. Danke, lieber Bernhard. Bitte sehr. Und ich schließe mich da stellvertretend mit der Landeshauptfrau an, mit den Wünschen an deine Frau. Es ist jetzt, wir haben sie auch, also ich habe mir das selbst überlegt, nicht? Ohne dein Büro da jetzt nachzufragen, weil die hätten das anders gemacht. Aber ich weiß, dass deine Frau Orchideen liebt. Da habe ich ja Glück gehabt. Und man kann sagen, also hinter jeder starken Frau steht ein Mann. Ist der Spruch so? Liebe Grüße an deine liebe Frau seitens des Blasmusikverbandes und danke, jetzt hast du sehr viele, viele Stunden dann nur für dich alleine und sie dich umgekehrt. Danke sehr. Also ich freue mich schon, wenn ich Sie, euch alle draußen sehe, wenn ich dann zu euch kommen darf, wenn ich euch höre, wenn wir in den Diskurs kommen, wenn ich als erster Mitgliedervertreter des Blasmusikverbandes eure Freuden, aber auch Befindlichkeiten mit auf den Weg nehmen darf. Und ich beschließe hiermit unsere Generalversammlung und ich darf euch bitten, dass wir uns von den Plätzen, auch zu Hause, vor den Bildschirmen erheben mit der niederösterreichischen Landeshymne.